So, meine Freunde, und willkommen zu meinem neuesten Let's Play. Und wir spielen heute Pokémon Storm Silver in der Nuzlocke-Edition. Nach mehreren Nuzlocke-Challenges dachte ich mir endlich mal wieder, wir brauchen mal wieder die zweite Generation, Leute. Denn wir haben schon zweimal die zweite Generation leider nicht geschafft. Und ein guter alter Herr namens Zero sagte immer, alle guten Dinge sind drei. Und deswegen, meine Freunde, werden wir heute das dritte Mal die Johto-Region versuchen zu bereisen. Und diesmal werden wir es schaffen, ich bin mir sicher. Und ich brauche dafür eure Hilfe und dieses superschnelle Intro wird nochmal gespielt. Habt ihr schon mal so ein schnelles Intro gesehen? Es ist ein Flugzeug, es ist Superman. Nein, es ist Lugia, das ist irgendwie schon weg. Es ist noch der brennende Turm, dann irgendwie so ein Rotschopf, dann irgendwie drei Hunde und ja, das Intro ist zu schnell und deswegen sind wir auch zu schnell und deswegen starten wir das Game. Lugia, weiß ich nicht, robbt auf dem Boden rum wie eine Robbe und deswegen robben wir jetzt ins Geschehen und fangen an mit der Nuzlocke. Und wie gesagt, meine Freunde, wir brauchen keine Informationen. Dankeschön. Touch. Oh, can touch this. Oh, Professor Oak. Und ich hoffe, ich bin auf der richtigen Seite hier von... Oh, fuck. Oh. Oh, hell. Oh, oh. Okay, okay, okay. Ich hab's, glaube ich. Sind wir auf der richtigen Seite jetzt? Ich hoffe, wir sind auf der richtigen Seite. Ich weiß nicht, wie ich die Bildschirme einblende, ob ich beide Bildschirme einblende oder nicht. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier gefragt, sind wir Mann oder Frau? Und wir sind eine Maus. Nee, Spaß. Wir sind natürlich heute ein Mann. Weil Männer sind cool. Ich finde den Protagonisten mega chillig von Pokémon Sword Silver, Heart Gold. Und wie gesagt, meine Freunde, das ist eine Nuzlocke-Challenge des guten alten Zeros. So wie ihr sie kennt, so wie ihr ihn kennengelernt habt. Zero, natürlich groß und klein, Buchstaben, wie es immer sich gehört. Und ihr... Ja, du da, auf den ich gerade zeige. Du kannst ein Abonnent werden. Verdammt. Ja, kannst du, drück abonnieren. Nein, Spaß. Du kannst ein Pokémon werden. Und zwar, indem du einfach wunderbare Kommentare schreibst. Und, ja, die mir vielleicht gefallen, wo ich dann sagen würde, hey, komm, Dad XY hat's verdient, ein Abonnenten-Pokémon zu werden. Gut gerettet. Auf jeden Fall, wisst ihr, was ich meine. Die meisten Leute auf meinem Kanal sollten es auf jeden Fall wissen. Und can't touch this again. Ja, was soll ich großartig sagen, meine Freunde? Wir starten gemeinsam in die Johto-Region mit achtfachen Speed. Wenn ihr das sterben solltet, dann schreibt es mir in die Kommentare, damit ich es vielleicht ändern könnte oder soll oder ändern sollte. Ich werde 3-4 Parts aufnehmen im Voraus und danach werdet ihr als Community mit agieren können. Oder vielleicht werde ich auch noch 2-3 aufnehmen, je nachdem, wie ich heute Bock habe. Vielleicht werde ich auch nur heute einen aufnehmen. Vielleicht werde ich den Rest des Tages Wii spielen, wie hier. Oh, it's a Wii, it's a me, it's a Johto, it's a Johto-Region. Haben wir hier was? Wir kommen mal hier, was haben wir denn? Eine E-Mail von Lyra. Wir reden die mal hier. Adventure excited, aller Pokémon, Lyra! Was, du lachst Pokémon? Warum lachst du mich nicht? No love for Zero, Leute. Keine Liebe für den Zero. Nur für Pokémon. Und wir haben gleich hier, guck mal, wir brauchen gar nicht lange drum rumreden. Ich werde auf die Story, wie gesagt, nicht großartig drauf eingehen. Alles klar, Leute, da haben wir unser Bicycle schon bekommen. Und ein Gameboy Sounds. Okay, kriegen wir noch irgendwas? Ein Arzeus wäre doch ganz nett. Bitte, Mutti. Oder ein Auto. Ich will kein Fahrrad. Ich bin sportlich genug. Mutti will das nicht. Alles klar, wir sind in Neuborkia ist, glaube ich, die Stadt, ja? Und da sehen wir auch schon erneuerbare Energien. Und ein schönes Windkraftwerk da. Ah, wunderbar. Was ist jetzt denn los? Ah, das ist wahrscheinlich diese Lyra. Lyra mit ihrem Meryl. Gleich hinterher und gucken erstmal, was die Frau so macht. Und hier irgendwo ein Gebüsch. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, Leute, Storm Silver ist eine Modifikation vom normalen Storm Silver. Das heißt, hier werden euch Pokémon erwarten, die ihr normalerweise nicht kennt. Und ich bin sehr gespannt, wie ihr darauf reagieren wird. Eine alte, ultimativ klassische Nachfrage von dem guten Alten Zero. Wenn ihr darauf gespannt seid und wenn ihr heiß drauf seid, dann könnt ihr mal dem Video einen Daumen nach oben geben. Ganz einfach, dann sehe ich einfach, dass ihr dann gefallen habt an diese Art Videos und dies, das, anderes. Aber Zero will hier nicht rumbetteln um Likes oder sonstiges. Wir wollen hier ein wunderbares Spiel spielen. Und Professor Elm, der sagt sich, oh mein Gott, Zero, was ist mit dir los? Du spielst gar nicht mehr in diese anderen ganzen Spiele. Du willst Pokémon wieder spielen? Ja. Als Nuzlocke? Ja. Alles klar, dann guck die Müller mal rein. Oh mein Gott, was? Ich habe eine Memo gefunden. Ach so, oh. Wusste ich gar nicht. Ist ein Easter Egg wahrscheinlich. Nee, Spaß. Auf jeden Fall stand da irgendwie, wenn ein Pokémon sich entwickeln soll, aber du nicht willst, dann drücke B. Uff. Dann drücken wir nächstes Mal einfach hier den Shutdown-Knopf, dann ist eh alles zu Ende. So, was können wir Pokémon wählen? Ich bin gespannt. In die wir... Ach so, wir können die ganz normalen Starter wählen, wie es aussieht. Corny Morny. Feuerriegel und Endivie, ne? Oh, soll ich mal Endivie nehmen? Das wäre richtig sick. Am liebsten nehme ich aber... Ich nehme am liebsten Feuerriegel an, weil Feuerriegel mega süß ist. Aber... Klar, das war damals Großmaul, mein Kristall-Let's Play. Ich muss mal überlegen, welchen ich noch nie hatte. Eigentlich Endivie. Eigentlich muss ich Chikorita nehmen. Soll ich Chikorita nehmen? Komm, wir machen Chikorita. Wir machen heute einen richtig schweren Run. Wir nehmen Chikorita, meine Friends, und da ist Chikorita.
Oh mein Gott, sieht das hässlich aus. Sieht aus wie ein Fumpy mit einem Blatt auf dem Kopf, das Ding. Vom Sprite her. Okay, sieht schon besser aus. Wir haben unser erstes Pokémon, meine Freunde. Ganz einfach. Ich benenne es nach, ja, keine Ahnung. Das erste Pokémon wird ja eh nicht benannt nach irgendeinem Abonnenten. Deswegen benenne ich das irgendwie anders. Wie nennen wir es denn? Lauchkopf. Passt das? Das ist der ultimative Name. Deswegen, das Starter-Pokémon ist ja wie immer mein Let's Play, ist immer jemand Besonderes. Und das ist der gute B-Case. Hallo B-Case, du bist ab sofort Lauchkopf. Zum Beispiel Yago Yatogami TV heißt so dieser neue Kanal. Auf jeden Fall ist das jetzt B-Case. Sagt Hallo zu B-Case, schreibt auf seinen Kanal oder schreibt ihm 1000 Kommentare in ein nächstes Video rein mit Hashtag Lauchkopf. Hashtag Lauchkopf, bester Name ever. So, wir haben jetzt Hashtag Lauchkopf. Aber guck dir das mal an, was ist das für ein Sprite? Ich weiß gar nicht, wo der Arsch und Ohren sind. Ich glaube, vorne ist das mit dem Blatt und hinten ist das mit dem Stummel. Schweif. Schweif, meine Freunde. So geht das. Und wir sind jetzt auf dem Weg. Gehen wir jetzt schon weg? Das ist eine Heilmaschine. Ja, das weiß ich. Damit ich heil irgendwo ankomme, ne? So ist es ja. Alles klar, wir gehen unterwegs. Und wer bist du denn jetzt hier? Oh ja, ich wollte dir noch was geben. Ah ja, hier, Potion. Aha. Oh, Potion vom Kangaroo. Das ist ja wunderbar. Danke, danke. Alles klar, hauen Sie rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, ja, Zero. Nein, Spaß. Und das ist ein Lyra. Ha! Wir sind lyrisch im Vorteil, Lyra. Ha, das ist mein Wortspiel, meine Freunde. So, Zero, oh mein Gott, du hast ein Pokémon bekommen. Du bist so cute. Was? Ich höre das Pokémon nicht auf ich, denn No Love for Zero ist bad. Es ist No Love for Zero. Wo geht die immer hin, ey? Wisst ihr, hier hinten geht's raus und ihr geht immer hier irgendwo hier hin. Macht die Heckentecken oder was? Ab in den Baum! Hui! Ja, genau. Die jumpt hier irgendwo rein und ist sie irgendwo hier drin, oder? Ich wollte gerade sagen, kann man die ehrlich lang gehen? Nee, kann man kopflos einsetzen. Das ist eine sehr geile TM. Und warum wir die zweite Gen spielen, meine Freunde? Ganz einfach. Ich liebe die zweite Gen. Zweite Gen ist mein Lieblings-, meine absolute Lieblings-Gen. Fahre ich des Todes ab, aber wir sollen noch eine Sekunde warten. Was hat sie denn jetzt? Ein Pokégear sollen wir erstmal holen. Alles klar, ab wieder nach Hause. Haben wir nicht auf dem Fahrrad bekommen? Moment mal, Leute. Das muss ich mal ganz kurz abchecken hier. Rucksack, Backpack, Rucksack. Wir gehen unser... Oh, wir haben auch noch einen GB-Sound und wir registrieren jetzt mal unser Bicycle. Damit wir ein bisschen Fahrrad-Action machen können. Und zwar, welchen Knopf finde. Oh Gott! Das war nicht der richtige Knopf. Das war kein richtiger Knopf. Ich weiß nicht, was das war, aber es war falsch. Wir... machen das Fahrrad nur noch normal und ich sehe das ganze Haus als Umriss. Oh, Zero, hallo, du hast ein cutes Pokémon. Oh mein Gott, danke. Bin ich auch süß? Was? Nein, bin ich nicht. Alles klar. Dann werden wir auf unsere große Reise gehen, Mama. Wir sind 10 Jahre, wir sind bereit für die große, weite Welt. Du wirst dir keine Sorgen machen. Du wirst einfach sagen, oh, Zero, bring mal ein bisschen Geld mit nach Hause. Ja, ich weiß, wie der Pokégear funktioniert. Du brauchst es mir nicht erklären, Mama. Ist alles in Ordnung. Dankeschön. Und ich habe den richtigen Screen eingeblendet, Leute. Also, ich wollte eigentlich dahin gucken, hierhin und nicht dahin, weil das sieht ein bisschen doof aus. Das sieht besser aus. Oder ich hoffe, ich weiß noch nicht mal, wie ich das Layout machen soll. Ich weiß noch gar nichts. Ich habe gerade mir einfach so gedacht, wisst ihr, ich saß einfach gerade so, dachte mir, wisst ihr was? Yoto Nuzlocke Time. Jetzt. Und die besten Ideen, wie ihr es vielleicht kennt auch, es kommen einfach spontan. Und, oh mein Gott, was will der Elm jetzt? Wait a second! Und deswegen dachte ich mir einfach, Leute, starten wir jetzt durch. Wenn nicht jetzt, wann dann mit der Nuzlocke? Und das Schwerste ist für mich, immer den ersten Part so aufzunehmen. Und wenn wir den fertig haben, dann freue ich mich über des Todes. Und keine Ahnung. Ich wollte eigentlich erst eine Pokémon XY Wonderlock Challenge aufnehmen, aber ich dachte mir dann, nee, Zero, komm. Mach mal wieder was, was dir Spaß macht. Und ich habe richtig Bock auf diese Gen hier mal wieder. Und ich hoffe, ihr auch. Und wie gesagt, wenn ihr euch freut, dann könnt ihr das in Form eines Visors zeigen. Eines Visors. Und ja, Leute, wie gesagt, es sollte eigentlich eine Modifikation sein. Und die Nuzlocke beginnt ab dem Zeitpunkt, wo wir Pokébälle haben. Auch wenn Lauchkopf jetzt sterben sollte, die Nuzlocke ist... ja, noch nicht beendet, ne? Also... wie gesagt, apropos, Leute, falls ihr keine Nuzlocke kennt, das ist das Wichtigste von allen, dann guckt in die Videobeschreibung. Da wird eine Nuzlocke erklärt, Leute. Da sind die Regeln von Nuzlocke zum Beispiel, dass Pokémon, die sterben, beziehungsweise die keine KP mehr haben, kampfunfähig sind forever and ever. Das heißt, ihr könnt sie nie wieder einsetzen im Kampf. Die werden auf eine Box gelegt und sind dann, wie gesagt, dead wie St. Martins Gebäck. Oh mein Gott, ein alter Rhyme von Zero, wie ihr ihn nur kennt, ey. Oh mein Gott, ey. Ich liebe diese Sprüche, die ich damals abgelassen habe. Und ihr wollt gar nicht wissen, was ich jetzt gleich noch ablasse. Nein, Spaß. Krieg keine Luft hier, ey. Hab mich verschluckt. Noch ein Visor. Ich habe gedacht, hier gibt es eigentlich neue Pokémon. Also, was heißt neue Pokémon? Andere Pokémon wie normal, weil hier gibt es nur Ratzfratz und Visor. Aber es ist dunkel. Normalerweise müsste es hier auch Hutut geben. Ja, aber es gibt Taubsies. Taubsies mit dicken, wie heißt es, Kajal und die Augen geschmiert. Wunderbar.
Oh, ich will einen Tauboss haben, ey. Ich will einen Mega-Tauboss haben. Das gibt's hier leider nicht. Warum nicht? Ich will einen Mega-Tauboss. Mega-Tauboss ist motherfucking awesome. Ich meine, das ist ein Boss. Es ist K-Doppel-Elliger Tauboss. Und, oh mein Gott, ein alter Opa. Was will der von mir? Nein, nein, wir gehen nicht ins Altersheim, Opa. Ach, komm schon, bitte. Mein Sohn bist du doch. Nein, ich bin nicht dein Sohn. Das ist ein Pokémon-Center, da bin ich ab und zu eingewiesen. Ja, sehr schön. Das ist der Pokémon-Supermarkt. Da kaufen die immer Hundefutter für mich oder Pokémon-Futter. Das schmeckt so lecker. Und das ist die Route, wo ich immer abhaue, wenn ich den Pfleger anwische. Oh, richtig witzig. Okay, und was soll mir das jetzt sagen, mein Freund? Wenn ich keinen Bock mehr habe aufs Leben, dann gehe ich einfach ins Wasser. Ich kann nicht schwimmen, deswegen voll cool. Alles klar, ein Swimmingpool am Haus hat er auch. Und was hat er hier jetzt? Und da ist eine süße Pflegerin drin. Und ach ja, hier eine alte Route, die brauche ich nicht mehr, denn ich bin jung und knackig und fresh. Ich bin 13 Jahre alt und los zu den Weibern! Alles klar! Viel Spaß, Opa! Ich würde sagen, wir gehen erstmal ins Pokécenter. Das Gute ist jetzt, da wir schon eine Angel haben, können wir bereits Pokémon in jeder Stadt fangen. Solange es nicht nur Carpador ist. So Leute, was ich gerade sagen wollte, Naslog-Regel Nummer 2 besagt ja, dass das erste Pokémon auf einer Route gefangen werden muss und... Ja, innerhalb einer Stadt ist es eigentlich ziemlich schwer, ein Pokémon zu fangen, aber mit Hilfe dieser kleinen Seen und Anlegestellen von Surferstellen oder wie es darüber heißen soll, ist es uns möglich, in Städten auch Pokémon zu fangen, das heißt, mehr Pokémon für euch. Wie soll ich das möglich machen? Wir haben fast 29.000 Abonnenten, Leute, das ist echt heftig geil, ey. So viele Abonnenten und... Scheiße, ich wollte gerade sagen, will er jetzt kämpfen, aber es kommt nochmal der Rentner. Oh mein Gott, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft! Ich bin ausgebrochen, juhu! Und er hat uns jetzt eine Map geschenkt. Alles klar, Opa, geh bitte wieder nach Hause, ne? Also achte bitte auf deine... Ja, okay. Alles klar, da Opa jetzt weg ist, können wir jetzt durchstarten. Haben wir Pokebälle? Im Lauchkopf auf jeden Fall. Wir haben keine Pokebälle, alles klar. Können wir wieder zurück? Vielleicht können wir uns Pokebälle ja kaufen, das wäre ja nicht ziemlich nice. Dann können wir unsere Nasdaq schon starten. Nein, können wir nicht, alles klar. Aber ich glaube, wir starten uns schon mal mit Tränken aus, bevor irgendwas passiert. Wir wissen ja, Zero, der stirbt gerne irgendwo mal. Ne? Kaufen wir uns immer ein paar Tränke mal in Vorrat, würde ich sagen. Ist ja nie verkehrt. Und ich finde einen Nasdaq am Anfang immer ziemlich geil, deswegen. Ein Nasdaq am Anfang ist immer, ja, wie so ein Geschenk, was man auspackt, ey. Man freut sich so tierisch drauf und dann, wenn man es hat, dann sagt man so, kacke. Nee, keine Ahnung. Nasdaq am Anfang ist immer das Allergeilste, meiner Ansicht nach. Und wir haben eine Beere hier. Und was ist? Eine Aprikoko-Tree. Was ist da drin? Oh. Wir können das noch gar nicht entnehmen. Müssen wir da vielleicht irgendwo reingehen erst? Kriegen wir von dem hier vielleicht so ein irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Oder wie läuft das ab? Ich habe keine Ahnung. Ja, genau. Aprikoko-Pokola-Kikada-Baba-Box. Alles klar, können wir hier ein paar Aprikokos wegsnacken. Aprikoko. Da haben wir sie jetzt. Und da haben wir eine grüne Aprikorn. Ein Aprikorn, alles klar. Kein Alkohol, Leute. Korn ist es nicht. So, was haben wir für Pokémon auf der Route? Irgendwie coolen Pokémon? Kokuna, Alter. Mega cool. Das feiere ich ja des Todes schon. So ein Kokuna, das ist echt richtig stark. Wir sind richtig stark, ey. Critical in dein Gesicht. Kokuna und es macht Harden. Und es macht Harden. Und es macht Harden. Und es macht Harden. Kann das Ding auch irgendwas anderes? Ja, mir ein ganzes Level fast geben. Hey, nice. Dankeschön. Alles klar, was haben wir hier? Antidote. Eine Antidote. Alles klar. So, was haben wir hier jetzt noch? Dann, bam, bam. Nix. Samuzel! That's what I'm saying, guys. Das meinte ich. Diese Pokémon. Es sind so kleine Pokémon, die einfach reinpassen. Und das finde ich cool. Wir haben ja auch die Pokémon Schwarz Randomizer Nachdruck Challenge am Laufen. Noch nebenbei mit Pfaff. Die ich ab und zu auch alleine aufnehmen muss, dafür auch nicht mal Zeit hat. Weil Pfaff ein sehr beschäftigter Banker ist. Ja, der arbeitet. Oh mein Gott, macht das Ding Damage. Ist aber wahrscheinlich Geduld und ich habe nicht aufgepasst, richtig? Ja, wahrscheinlich. Zero sollte aufpassen, dass er nicht stirbt. Regel Nummer 1, Herr Nuzlocke. Das Pokémon, was stirbt, ist tot. Und ich weiß noch damals, ich habe hier damals in meiner Soul Silver. Hilfe! Ich habe noch keine Pokémon. Die Nuzlocke hat noch nicht angefangen, Leute. Noch nicht! Noch darf ich sterben! Obwohl, eigentlich nicht. Käferbiss! Tackle. Tackle ist weg. Töte es bitte. Einfach weg damit. Mm-hmm.
böse, 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 lauf! Cynthia! What the hell? Ein Aprikoko-Tree in pink. Thank you very much, Mr. Aprikoko. Oh. Mr. Aprikoko, oh. Hallo, Cynthia. Ah, hello, Mr. Pokémon. Said he was experimenting your young trainer, right? Okay. Ich bin dieser junge Trainer. Dieser junge, gut aussehende Trainer. Ja, Cynthia, willst du mit mir auf ein Date gehen? Du, ich und mein Arsch mit Ohren? Chikorita? Lauchkopf? Na, wie wär's? Hast du Bock? Guck dir mal Chikorita an. Es ist sehr männlich und sehr schick. Oder? Was sagst du dazu? Verdammt, wir haben Eevee bekommen! Stimmt! Man kriegt ja ein Eevee geschenkt! Mein Gott, oh Gott, Leute! Das ist mega heftig geil! Das ist mega gut. Ich glaube, ich habe Storm Silver schon mal gespielt. Kann das sein? Ja, müsste! Egal, ich habe keine Erinnerung mehr dran. Von daher juckt uns das nicht, Leute. Oh mein Gott, wir kriegen ein Evoli. Ist das heftig. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob ich Storm Silver mal Let's Played habe oder nicht. Auf jeden Fall spielen wir es jetzt nochmal! Und es ist geil! Und wir kriegen ein Evoli. Und ich weiß nicht, wer es sehen soll. Und welcher Abonnent das wird, Leute, das sehen wir jetzt. So, meine Freunde, der Name ist gefallen. Der erste Abonnent wurde benannt und ihr könnt gespannt sein, wer es ist. Ist auf jeden Fall ein Abonnent, der es verdient hat, der auch sehr... Oh mein Gott, ich habe den Registrierknopf gefunden. Geile Sache. Und ich sehe auch gerade, dass ich einfach hier drücken kann auf den Touchscreen. Coole Sache. Und zwar ist es der gute Pascal Visere. Pascal, fühl dich gegrüßt. Ich glaube, das ist das erste Pokémon, glaube ich, für dich. Außer du hast einen neuen Kanal mal gemacht oder so. Auf jeden Fall bist du dieses wunderbare Evoli. Evoli, eins meiner absolut liebsten Pokémon. Und mein Gott, oh Gott, wir haben einen Angriff plus Wesen. Minus Init ist das nicht ganz so geil, aber Angriff plus ist auf jeden Fall top Sache für den Anfang. Mein Gott, ey. One Array. Das ist natürlich keine gute Ability. Was haben wir für ein Nature? Brave. Egal, ist eigentlich ganz in Ordnung. Von daher, oh mein Gott, Leute, auf jeden Fall wollt ihr unseren Lauchkopf wohl nicht haben. Jetzt haben wir einen Evoli. Nice, scheiße. Und das Professor Eich und das Professor Pokémon, Mr. Pokémon, keine Ahnung, so heißt er, glaube ich. Er sucht jetzt irgendwas raus, wir geben ihm das Ei und er ist froh, glaube ich, ne? Ja, ja, so ungefähr. Da hat das Mystery Egg bekommen, freut sich ein Keks. Ja, geil, Mystery Egg, jawohl, voll cool. Und was hat er jetzt vor? Man weiß es nicht. Man weiß nicht, was er fordert, Leute. Das ist das Geheimnis der Geheimnisse. Und was ist jetzt los? Jetzt kommt er und singt seine Musik. Professor Eichel. Was geht ab, Oak? Professor Eichel, natürlich der Professor der Professorin, wie man ihn kennt. Und dachte, oh, Zeros, hast du einen Davoncode mitgebracht? Oh, das sieht aus wie Abendessen. Kann ich davon eine Scheibe abschneiden? Ein Salatblatt? Naja, egal, ich schere ihn noch Fleisch. Und was hast du denn los? Ach ja, so willst du auf Pokémon-Reisen gehen. Das ist eine wunderbare Sache. Ich würde sagen, du schenkst dir nochmal einen Pokédex. Mega stylische Sache. Und meine Freunde, wusstet ihr, dass der Pokédex immer angelehnt ist auf den derweiligen Handheld, der in dem Jahr rausgekommen ist? Das heißt, in Pokémon Generation 1 hatte man einen dicken Kasten, der auf den Gameboy fixiert war, glaube ich, auf den Gameboy Color. Dann war es ein Pokédex, der ungefähr so war. Das war der Gameboy Advance. Und Professor Elm ruft mich an. Ich wollte gerade hier was den Zuschauern beibringen, Elm. Was soll das? Hallo Zero. Ja, komm, du bist hier gerade ehrlich voll unerwünscht. Auf jeden Fall. In der zweiten oder dritten Gen war der Pokédex auf jeden Fall so wie ein Game Boy Advance, dann war er wie ein Game Boy SP, dann war er wie ein Game Boy DS wieder und dann immer so weiter, meine Freunde. Der Game Boy DS hat sich ja nicht großartig viel getan zum Game Boy 3DS, außer dass sie eine 3 vorne rangeklebt haben und dass auf jeden Fall irgendwie so ein Ding zum Kuchen runterschieben war, der irgendwie 3D-Modus angemacht hat. Mehr tut sich da auch nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier. Bugbite, ich hasse diese Attacke. Warum haben die alle Bugbite? Die sind zu stark, ey. Das sind Käfer-Pokémon, das sind Raupis, die sollen mich antackeln. Die soll mich nicht beißen, die soll mich antackeln. Dankeschön. So, wir werden jetzt aber das gute Eevee nach vorne packen. Beziehungsweise Pascal Visere! Der alles wegsweepen wird hoffentlich. Pascal, ich hoffe das. Ich verlasse mich auf dich. All new. Und meine Freunde, ganz ehrlich. Oh, wir machen Tail Whip. Warum? Weiß ich auch nicht. Poison String. Ich wollte sagen. Ja, Critical Hit und Vergiftung. Das Glück und Käferbiss. Käferbiss! Der haut ja hier einen weg, der Pascal. Luturzel! Heftiges Pokémon. Sollten wir, ich weiß nicht, ob ich es wagen soll. Ich wage es lieber nicht. Ich habe Angst. Ich habe keinen Bock, mein Eevee jetzt schon zu verlieren, ey. Ich habe damals, glaube ich, meinen Evoli sehr schnell verloren. Und das will ich diesmal nicht, Leute. Ich will meinen Evoli diesmal behalten. Des Todes. Ich liebe Evoli. Evoli ist einfach so ein heftig geiles Pokémon. Ich wüsste es gar nicht. Und Evoli ist vergiftet. Haben wir nichts zum Evoli heilen mäßiges Bla. Antidot. Antidot. Lebe Evoli! Und noch mehr hier Steroide! Putz. So, noch mehr Steroide, falls... nee, oder? Ja, doch, komm.
Man soll nicht geizen, Leute. Man soll kleckern. Falls hier einer Lauchkopf angreifen will oder meine andere Bande, der kriegt's dann hier mit meinem vollen Team zu tun. Das natürlich voll geheilt ist und voll bereit ist zum Kämpfen. Deswegen. So läuft das ab hier bei uns im Süden. Gewaja! Oh mein Gott! Mega nice! Tackle ist weg. Bubble. Bubble Butt. Bubble 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 Butt. Noch ein Bubble und es war Critical und es geht. Ich merke gerade, der Rivale kommt jetzt noch gar nicht. Das dauert noch richtig lange, bis der kommt, ne? Das kommt jetzt noch nicht. Ich hab gedacht, der kommt jetzt, aber er kommt jetzt nicht. Er kommt erst, sobald ich da raus will, bei dem Blümchen, glaube ich, ne? Dann kommt er, glaube ich, erst der Rivale. Der Schlingel, der kommt dann. Auf jeden Fall mega nice, Leute. Ihr habt gesehen, was für geile Pokémon es gibt. Lutuzel, Samuzel und... keine Ahnung, was sonst noch. Eisnade gleich. Und ja, ich würde sagen, wir starten ein schönes Abenteuer. Und im nächsten Part geht's weiter mit der Action, meine Freunde. Wenn ihr heiß drauf seid auf das Projekt und wenn ihr Bock habt, dann lasst es mich wissen mit einem Kommentar. Und wenn ihr ein Pokémon werden sollt, dann schreibt... genau, ich habe eine Idee. Ich stelle am Ende des Parts immer eine Art Frage für euch. Warum wollt ihr ein Pokémon werden? Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich mal interessieren. Ich wollte damals auch mal Pokémon werden bei einigen anderen Let's Playern. Und da bin ich mal ganz gespannt, warum ihr ein Pokémon werden wollt. Ist einfach nur, ah, Zero sagt da meinen Namen oder, ah, ich bin da cool. Deswegen, das könnt ihr immer in die Kommentare schreiben. Und der mit der coolsten Nachricht, der wird irgendwann benannt. Nicht im nächsten Part, vielleicht im übernächsten. Je nachdem, Leute. Haut rein, ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Vergesst nicht, das Video zu bewerten, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis zum nächsten Part. Und ciao, euer Zero, over and out.